Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Elex. Ja, das Elex-Experiment hier mit Thorald und Kaya lief ein wenig in die verkehrte Richtung. Kaya wurde nämlich jetzt von Sadom entführt und wir wollen mal gucken, dass wir Kaya vielleicht retten können. Wo müssen wir denn dafür hin? Okay, scheinbar tatsächlich in seinen alten Unterschlupf, hier Firmengelände Nordabessa. Dann wollen wir mal direkt hinreisen und schauen, ob wir Kaya retten können. Und ob Sadom überhaupt hier ist. Vielleicht wird er noch von seiner Mutantenarmee beschützt, aber nö, das sieht eher nicht so aus. Wir haben gar keinen Gefährten mit, sehe ich gerade. Das soll sich natürlich ändern. So, einmal zum Lager der Mitte. Und dann nehmen wir vielleicht Duras einmal mit. Mit Tenestia haben wir jetzt wieder eine etwas bessere Beziehung. Ich glaube, Duras ist noch der Einzige, der noch nicht so ganz auf der Höhe ist. Ja, da haben wir leider am Anfang in Elex, damals haben wir ihn verärgert, als wir die Schatulle geöffnet haben, weil wir wissen wollten, was drin ist. Das fand er nicht so gut. So, hat Falk noch irgendwie was zu sagen? Nö. So, wie sieht's mit euch aus? Ich muss mich erstmal sammeln. Okay, ich dachte, du hast dich mittlerweile gesammelt. Gut, Ray hat auch nichts zu sagen, nehmen wir Duras mit. Der Eispalast muss fallen, sonst sind wir alle verloren. Mitkommen. Okay. Mitkommen. Vielleicht können wir auch nochmal mit dem Gleiter weitermachen. Okay, ich kenne den Code zum letzten Shot des Hybriden. Ich kenne den Code zum letzten Shot des Hybriden. Oh, dann sei aber vorsichtig. Du weißt nicht, ob dich der Hybrid überhaupt empfangen wird. Ja. Aber ich muss es darauf ankommen lassen. Der Hybrid hat mir einen Kontrollchip in meinen Kopf pflanzen lassen. Möglicherweise hätte der Hybrid mich schon lange in den Tod geschickt, wenn er noch richtig funktionieren würde. Möglicherweise aber auch nicht. Ich kenne die genauen Pläne des Hybriden nicht. Okay, wenn du es so sagst, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, das Ganze aufzuklären. Vielleicht aber auch nicht. Ja, wir werden das erstmal nochmal aufklären. Wir werden jetzt erstmal Kaya retten und dann werden wir ihm später nochmal einen Überblick geben. Bereit machen. Ach, guck mal, hier ist sogar noch ein Zettel. Eine Anleitung für einen Elex-Trank. Kennen wir aber schon. Oh, da liegt Kaya. Tatsächlich. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass du hier bist. Oh, es ist schlimm. Ein furchtbarer Ort. Wo sind wir hier? In Sadoms Unterschlupf. Im Grenzgebiet zwischen Abessa und Xarkor. Wo ist er? Wo ist Sadom? Ich weiß es nicht. Er war schon lange nicht mehr hier. Er hat dich offenbar auf seinem Weg zum Eispalast hier abgesetzt. Dieser Mistkerl. Er hat kein einziges Wort mit mir geredet. Er hat mich paralysiert und hier zurückgelassen. Warum hat er mich nicht einfach getötet? Ich schätze, er wollte sich deine Kraft zunutze machen. Du solltest ihm bei seinem Vorhaben helfen, ihm seinen Platz im Eispalast zurückzuholen. Tja, du warst ihm wohl zu stark. Er konnte dich nicht kontrollieren. Ha, das ist nun vorbei. Ich bin noch da. Und noch einmal werde ich mich nicht überrumpeln lassen. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Lass uns jetzt weitermachen und diesen Mist hier vergessen, okay? Ja, das war ja auch das Mindeste, das wir nach ihr suchen. Großartig. Gut, damit haben wir Kaya gerettet. Das ging wirklich schnell. Ja, ich würde ganz gerne das hier trotzdem nochmal erledigen. Dann müssen wir jetzt Elis Waffe einfach stehlen und ja, danach müssen wir dann gucken, dass wir ihn vielleicht vorretten oder lotsen, um ihn dort dann vielleicht zu eliminieren. Müssen wir mal gucken. Aber eigentlich würde ich da ganz gerne auch gar nichts machen. Ich würde eigentlich abwarten. Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Weil Balder ja gesagt hat, wir sollen uns da raushalten. Ja,
Ja, der hat aber auch keine Gesprächsoption, dass sich hier irgendwas ändern würde. Da hinten ist nämlich die Waffe, die brauchen wir eigentlich. Ja, klar. Ist klar, dass wir da gesichtet wurden. Raus, aber schnell. So, Elis Waffe haben wir. Was wollt ihr denn noch? Hier ist ja, glaube ich, nichts Spannendes mehr. Ah, hier ist auch nichts mehr. Mach das ja nicht nochmal. Okay, gucken wir mal, dass wir Eli vielleicht jetzt mal raus und aus dem Gefängnis. Vielleicht hilft das ihm ja schon mit der Waffe. Okay, abgeschlossen, Finger weg. Endgültige Vorkehrungen. Okay, scheinbar hätten wir doch einfach nur abwarten müssen. Jetzt wirst du nur noch Kalan dienen. Bis zu dieses Subjekt, dieser Gefangene, hat seinen beschwerlichen Weg vom Banditen zu einem göttlichen Diener nun hinter sich. Gut, dass ich ihn ungestört in unsere Gemeinschaft integrieren konnte. Nun muss ich mich wieder meinen Aufgaben widmen. Auf bald. Okay, wir mussten ihn tatsächlich einfach nur ihn überlassen und die Waffe klauen. Jetzt hat das Ganze sich nämlich geändert. Dein Gesicht. Kennen wir uns? Nein, ich muss mich irren. Aber eine innere Stimme sagt mir, dass ich jetzt gehen muss. Kalan ruft mich zur Arbeit. Leb wohl, Unwissender. Kalan ist die Erlösung und ich bin sein Diener. Okay, dann können wir vielleicht nochmal mit Wolf sprechen. Und ihm jetzt mitteilen, dass Eli, ja, übergelaufen ist zu den Klerikern. Was anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen. Eli ist suggestiert worden. Eli ist suggestiert worden. Er sollte tot sein und nicht in unserer Mitte. Aber jetzt kann man es auch nicht mehr ändern. Andernfalls riskiere ich, dass Suggester Balder mich ins Gebet nimmt. Zu dumm. Aber ich muss wohl damit leben. Okay, wird abgebrochen. Haben wir dann nicht abgeschlossen. So, der Duke von Tavar ist sauer. Vielleicht können wir mit dem Duke nochmal sprechen. Beziehungsweise hier mit Konrad, wenn wir schon mal hier sind. So, und Kallax müssten wir auch nochmal hervorlocken. Ja, Konrad wollen wir eigentlich nicht töten. Das ist ein Kleriker und ja, eigentlich ein ausgewiefter Wissenschaftler. Also sein Plan hier mit dem Big Bang, dass er daraus einfach eine Waffe macht statt eine Bombe, war schon echt cool. Ich glaube, da gab es aber auch keine Gesprächsoption jetzt mehr. Schnell, schnell, aber schön langsam. Wenn ich einen Blick auf die Produktion der Kampfmaschinen werfe, kann man wohl von Glück sagen, dass ihre Mannstärke geringer ist als die unsere. Ja, hier müssen wir jetzt nichts stehlen. Das lohnt sich nicht. Ja, gehen wir nochmal zum Duke von Tavar. Ich glaube, der wird uns aber auch nicht weiterhelfen können. Also, im Gegensatz zu Ragnars Bruchbude hat diese Behausung Stil.
Okay, warum gerade die Kleriker? Warum gerade die Kleriker? Sie sind die wahren Heuchler von Magalan. Ihre größte Waffe ist die Infiltration. Sie agieren hinter deinem Rücken und erledigen dich, noch bevor du es selbst merkst. Sie verkünden ihren falschen Glauben und spielen sich auf, als wären sie die Weltpolizei. Sie sind viel gefährlicher als die Alps selbst. Und doch hast du Konrad vertraut. Glaub mir, wenn nur einer der Halsabschneider da draußen so viel über Technik verstehen würde. Egal, es ist wie immer. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Okay, es wird bald Zeit, den Eispalast anzugreifen. Eier aus Stahl, was? Tja, wenn du ein paar Verrückte gefunden hast, die bei so einer wahnsinnigen Sache mitmachen. Es wird sich kaum vermeiden lassen, wenn wir nicht von der Armee der Alps überrannt werden wollen. Mal sehen. Vielleicht schaue ich mir die Sache sogar an, wie sie euch den Arsch aufreißen. Bis dahin habe ich hier aber noch ein paar Dinge zu erledigen. Also, wenn dann weiter nichts Wichtiges ist. Okay, er will scheinbar nicht helfen. Konrad, erledigst du gefälligst selbst, mein Gott. Konrad, erledigst du gefälligst selbst. So, so. Dafür ist der feine Herr sich wohl zu schade, was? Na, dann lass es eben sein. Aber glaub jetzt bloß nicht, dass du auch noch obendrein belohnt wirst. Geh mir aus den Augen. Ja, wird weitreichende Konsequenzen haben, das haben wir uns ja gedacht. Verschwinde, ich hab zu tun. Also mit dem ist nicht mehr gut Kirschen essen. Vielleicht nochmal einen Goliath mit Ragnar sprechen. Dem auch schon mal Bescheid sagen, dass wir bald den Eispalast angreifen werden. Wie viel hier noch so rumliegt, was wir nicht mitgenommen haben. Ich bin Thorald begegnet und er war, naja, sagen wir, sehr beschäftigt. Nun, wenn das wahr ist, dann wurde dir die Ehre zuteil, einen der größten geistigen Anführer kennenzulernen, die Edan je gesehen hat. Er wird schon wissen, was er tut. Und ich hoffe, er kann bald wieder bei uns sein, wenn seine Mission erfüllt ist. Tja, aber bis es soweit ist, haben wir hier unsere eigenen Probleme in Goliath zu lösen. Thorald und ich planen einen Angriff auf den Eispalast. Ja, es wird Zeit. Wir können nicht mehr lange warten. Man berichtete mir schon von Truppenbewegungen in Xakor. Wirst du an Thoralds Seite kämpfen? Sieht ganz so aus. Gut, dann warte ich auf Thoralds Befehl, sodass ich ihm gute Männer mitgeben kann. Ich selbst werde leider hier gebraucht, aber meine besten Wünsche werden euch begleiten, wenn es soweit ist. Magalan den Menschen! Ja, die Kameraperspektive ist manchmal echt. Wie soll das weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? So, dann nochmal zur Kathedrale und hier vielleicht nochmal mit dem Anführer der Kleriker sprechen. Auch ihm sagen, dass wir bald angreifen werden. In der Tat, eine große Aufgabe. Ich wäre gerne dabei, aber wir haben hier unsere eigenen Probleme. Jetzt, da ich der letzte Judikator des Hortes bin, bin ich hier unentbehrlich. Ich hoffe, dein Vorhaben wird glücken. Und wir werden bald die frohe Kunde von deiner Wiederkehr aus dem Eispalast feiern können. Möge Kalan dir beistehen. Ja, das kam jetzt unerwartet. Ich dachte eigentlich, die ziehen mit uns in die Schlacht. Aber gut. So, jetzt haben wir noch zwei Hauptquests. Einmal Kallax finden. Der hat den letzten Teil des Codes. Und ich denke, dass wir jetzt für den Gleiter erstmal, ja, den Herrn auf Stand bringen müssen. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Ich denke, wir haben alles. Wir sind bereit für den Eispalast. Sehr gut. Dann sag mir einfach Bescheid, wann es losgehen soll.
Okay, Mission abgeschlossen, der Eispalast. Jetzt haben wir nur noch die letzte verbliebene Mission hier, der letzte Flug. Ja, ich bin gespannt, Leute. Sprechen wir nochmal mit Harley. Mach die Kiste startklar, ich werde jetzt nach Xarkor fliegen. Mach die Kiste startklar, ich werde jetzt nach Xarkor fliegen. Ich muss den Generator, der die Barriere um den Eispalast speist, außer Kraft setzen. Barriere? Generator? Ein gezielter Schuss in die Lüftungslamellen sollte reichen. Hör mal, ich will ja nicht nerven, aber... Was ist los? Von Waffensystem hast du nie etwas gesagt. Ich hatte auch so schon genug zu tun. Heißt das etwa? Ja, genau. Du kannst mit dem Ding da fliegen. Das war's dann auch schon. Wenn du damit den Hauptgenerator der Eispalastbarriere zerstören willst... Tja. Wir haben nicht mehr genug Zeit. Wir brauchen den Gleiter voll einsatzbereit. Ach, verdammt nochmal. Hätte ich gewusst, was du vorhast, hätte ich dir per se davon abgeraten. Die Kiste taugt nur noch als Fluggerät. Und das auch nur bedingt. Dann werde ich den Gleiter in den Generator steuern. Das ist Selbstmord. Wie willst du denn rechtzeitig wieder rauskommen? Das überlege ich mir unterwegs. Ah, du bist doch wahnsinnig. Es darf nicht das Geringste schieflaufen, sonst bist du erledigt. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Verdammter Mistkerl! Viel Glück, Ray. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, das Kraftfeld ist weg, Leute. Und Ray hat sich hier scheinbar geopfert. Ja, damit hat er einiges wieder gut gemacht. Ja, sieht wohl so aus, als hätte dir jemand deinen Stunt abgenommen. Ja, der Weg zum Eispalast ist jetzt frei. Ich muss nach Xarkor. Ich schätze, die anderen werden dort schon auf dich warten. Hey, hör mal. Ich weiß ja nicht genau, wie es jetzt weitergeht, aber... Naja, viel Glück auf jeden Fall. So oder so hoffe ich, dass wir hier draußen den ganzen Mist überleben werden. Geh nun und hol dir, wonach du jetzt schon so lange gesucht hast. Okay, wir haben auch eine neue Stufe erreicht. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas lernen können, was uns weiterhelfen könnte. Ich denke aber, wir sind sehr gut aufgestellt. Wo ist denn Jonesy? Das ist da hinten irgendwo. So, schwere Waffen könnten wir vielleicht nochmal lernen. Dafür brauchen wir aber Konstitution noch ein bisschen. Oder hier den Wuchtschlag, Eingerissenheit. Das wollten wir, glaube ich, auch nochmal lernen. Jetpack-Angriff können wir nochmal lernen. Und ja, wie gesagt, einmal Gerissenheit hochpushen. Zack, übernehmen. Und dann können wir auch hier nochmal die Fähigkeit lernen. Wuchtschlag für unsere Spezialattacke. So, für die Parade bräuchten wir nochmal 10 Konstitutionen. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Ah, da fehlt noch ein bisschen was. Haben wir noch einen Elex-Trank? Wir haben noch einen. Und wir können uns bestimmt auch noch ein paar herstellen. Jetzt sollten wir wieder ein wenig reines Elex haben. Ja, machen wir das doch nochmal. Ich glaube, 20 reichen erstmal. Ist sowieso zu viel. So, Jonesy. Gerade dran vorbeigelaufen. Okay.
So, dann lernen wir auch hier die Paradestärke nochmal. Schwere Waffen, ja, auf 90 kommen wir jetzt nicht mehr mit der Konstitution. Das können wir vergessen. Aber hier haben wir soweit alles gelernt. Mal gucken, ob er noch was hat. Guter Esser oder Abenteurer. Ja, weiß ich nicht. Brauchen wir eigentlich beides nicht. Teleporter werden auf der Karte angezeigt. Wir sind so gut wie durch, Leute. Guter Esser können wir jetzt hier nochmal lernen. Ja, und vielleicht nochmal ein paar Werte verteilen. Was haben wir denn hier noch für Einhandwaffen? Schwert der Ankunft ist ja unseres, was wir sowieso schon nutzen. Vielleicht können wir das nochmal verbessern. Ich würde gerne nochmal einen Sockel bestücken. So, einmal den roten Stein. Blau können wir nochmal herstellen. Ja, und hier Todesstrahl müssen wir eigentlich auch nochmal sockeln. Vielleicht machen wir das auch. Bonusschaden plus 3. Wir sehen uns später. So, wir können den tatsächlich nicht verbessern. Schade. Okay, ja, wie gesagt, Schwert der Ankunft würde ich dann auch nochmal gerne sockeln. Bonus Schadengefährten nehmen wir vielleicht mal hier Bonus Gesundheit pro Treffer. Sehr schön. Okay, damit haben wir das verbessert. Ach ja, und ich wollte nochmal nach einem anderen Trank gucken, und zwar hier das Elixier der Heilung. Da brauchen wir noch mal ein wenig Schnaps für. 2 Kronstöckel haben wir mal gesammelt. Ist vermutlich schon ein bisschen länger her. Aber damit können wir dann 2 Tränke herstellen. Und dann haben wir auch noch mal, ja, etwas mehr Gesundheit zur Verfügung. So, Elixier, maximale Energie erhöht sich, Voraussetzungen Outlaw haben wir nicht. Und ansonsten hier, was können wir noch herstellen vielleicht, erhöht die dauerhaft, die Ausdauer dauerhaft, Goldraune, können wir auch nochmal machen. So, dann trinken wir die Elixiere auch nochmal. Ja, sehr nice. Okay, und vielleicht können wir uns auch noch mal jetzt für den letzten Kampf so ein bisschen vorbereiten. Ich würde hier den normalen Energiespeicher nehmen und vielleicht großen Heiltrank. Also, was macht denn der Kleine? Macht 40 Gesundheit. Der macht schon das Doppelte. Ja, ich würde eigentlich die großen, glaube ich, dann erstmal hier hinten reinlegen. Sollten wir die brauchen. Und nochmal gerade einen kleinen Schlucken. So, damit sind wir voll. Gut, Leute, schauen wir mal auf die Karte. Die Schlacht von Xarkor. Da sollen wir im Schutze des Eispalastes aufs Schlachtfeld werden wir geschickt und eine Materialschlacht erwartet uns. Ja, hier sollen wir die ganzen Alp-Truppen natürlich ausschalten. Und ich würde jetzt vielleicht, ja, Duras erstmal mitnehmen. Okay, wir sind alleine. Heißt, wir müssen noch mal ins Lager der Mitte und jemanden mitnehmen. Verstehe ich gar nicht, dass Duras jetzt uns nicht mehr folgt. Ja, oder Kaya. Kaya war eigentlich sehr mächtig. Könnte uns helfen. Im letzten Kampf. Ach so, alle unsere Gefährten sind gar nicht hier. Okay. Dann werden die vermutlich am Eispalast zu uns stoßen. So ist der Plan. So, da unten ist irgendwie noch ein Gegner. Ein Eisgigant.
würde ich noch mal gerne erledigen. Ich hoffe, indem ich hier die Elex-Ader auch noch mal abernten. So, mehr ist hier scheinbar auch nicht zu holen. Ja, dann mal Richtung Eispalast. Der Showdown. Okay, es sieht wirklich aus wie ein Schlachtfeld und da sind, glaube ich, unsere Leute, wenn ich das richtig sehe. Die Separatisten und die Berserker sind da und sogar einige Outlaws. So, mit wem sollten wir jetzt am besten sprechen? Jetzt nicht. Okay, jetzt nicht. Gut, Leute, da würde ich sagen, vielleicht einfach sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir den Kampf mal starten. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also, bis dahin.